Hallo, mein Name ist Julia und das hier ist Anastasia und wir machen hier zusammen im Spital Thun das KV. Komm doch mit, wir zeigen dir unseren Alltag. Unsere Haupttätigkeit ist die Post, die wir machen. Wir haben sehr viel Kundenkontakt und unterstützen unsere Teammitglieder bei allem. In den ersten zwei Lehrjahren hast du vermehrt Kontakt mit den Patienten. Im dritten Lehrjahr wirst du vermehrt mit den Finanzen zu tun haben. Du wirst ein halbes Jahr im FRW sein, das ist das Finanz- und Rechnungswesen, und ein halbes Jahr im Sekretariat der Geschäftsleitung. Ich bin hier im Spital Thun sehr gut aufgenommen worden, weil wir auch hier alle per Du sind und das fördert dann auch die Teamfähigkeit, was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist. Wenn du hier im Spital Thun die Lehre als KV machst, profitierst du von verschiedenen Praktika. Das heisst, du wirst mal mit dem Rettungsdienst einen Tag mit können, kannst aber auch einen Tag auf der Pflege verbringen. Also das Wichtigste, was jemand mitnehmen muss, ist aus meiner Sicht die Freude an der Zusammenarbeit im Team arbeiten. Und er muss auch wirklich gerne am PC können arbeiten. Also bei uns ist es so, dass wir jeden Mittwoch ein Lernenden zu 9 und ein Lernenden zu Mittag haben. Das ist so ein bisschen da für einen Austausch unter den Lernenden, weil wir verschiedene Schulen haben. Und am Mittwoch sehen wir uns immer alle. So, hat es dir gefallen? Dann bewirb dich doch jetzt bei uns im Spital Thun. Wir freuen uns auf dich.